So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir waren weiter stehen geblieben bei dem ganzen Gamescom rumgetreibe und alles mögliche. Nicht nur was, sondern auch mit wem. Nein, Spaß. Ja, allgemein wollte ich noch zu was sagen bei dem ganzen Zeug, was gratis rausgeflogen ist. Bezüglich Kloppereien und ähnliches. Genau, ich glaube bei Resident Evil war das. Oh, das war auch die ganze Zeit Resident, ich sag Resident, ihr sagt Evil, ich sag Resident, ihr sagt Evil. Und dann ging es die ganze Zeit so weiter. Und dann halt richtig laut, ja, das müssen die noch mindestens in Halle 3 hören. Und oder was war das? Nee, bei Rocket müssen die, nee, bei League of Legends war das, müssen die mindestens in Halle 3 hören oder in den Büros oder sonst irgendwo. Und dann hauen wir hier noch die wesentlich mehr Skins raus als bla bla bla. Ah, nee, genau, Beute, bei League of Legends habe ich auch noch was gekriegt, und zwar ein Skin. Die haben dann so die Karten ausgeteilt, die haben sie drum gekloppt. Da ist einer mit so Skin-Karten in die Menge, sage ich jetzt mal, mit reingegangen, hat die dann schön verteilt. Dann so, bitte kein, natürlich ist auch bitte kein Gedränge, wir haben hier genug Karten und so weiter und so fort. Oder fürs erste Mal, fürs erste genug Karten. Und, ja, dann hat sich's einigermaßen zivilisiert verhalten. Teilweise wurde man doch von vorne hinten geschubst. Also ich hatte halt dann mehr oder weniger das Pech, dass ich mitten vorne gleich schon drin stand und hin und her geschoben wurde, wie so ein, keine Ahnung, wie kann man es ausdrücken? Egal, ich wurde einfach hin und her geschoben. Und hab mir dann so gedacht, ja, okay, gut, lässt sich mal ein bisschen mitschieben, aber warum nicht? Gehst mal in Richtung von dem nächstbesten oder der dann da stand, ein paar Kartenverteiler, weil selbst habe ich ja auch LOL. Stellt sich mal an, vielleicht kriegst du ja eine Karte in die Hand gedrückt. Und, wie gesagt, bin ich einfach mit vor. Teilweise haben die so gedrängelt von hinten, dass ich irgendwie einen anderen gegengestoßen bin, der dann so, ey, schubst doch nicht, dränge doch nicht, böse anguckt. So, tut mir leid, ich werde hier von hinten überall durch die Gegend geschoben. Ja, okay, ich wollte jetzt nicht hier so, und, verdammt, ich habe doch die Schilder. Scheiße, ich habe die Schilder abgemacht, die mussten dann nochmal benennen. Verdammt, das war blöd hier. Ach komm, jetzt mach ich's komplett durch, ist doch egal. Und, ja, mehr oder weniger, ich wollte jetzt nicht hier hart durchgreifen und sagen, hier, Leute, hier stehe ich und sonst keiner. Und hab dann mehr oder weniger, ja, so ein bisschen, komm, lässt es mal. Ja, okay, jetzt nicht gleich, Hilfsbacke voll die Puffy, lässt sich hin und her fieben. Nein, so wieder auch nicht. Weißt du, ich wollte halt, oder man sollte schon so ein bisschen vernünftig halten, wenn man drinsteht. Man muss jetzt nicht hier durchgehen, wenn man da mal geschubst wird oder wenn es gedrängelt wird, das ist normal. Da muss man jetzt nicht hingehen und sagen, ey, was fällt dir ein? Was fällt dir ein, hier rumzuschubsen hier? Ich glaube, gleich klatscht oder so in der Art. Und da am besten noch böse angucken und drohen sowas. Das kann man in der Regel auch dezent halten, im Gegensatz zu manchen anderen. Bei Resident Evil war es dann so jedenfalls, also Skin-Card habe ich dann abgestaubt, mehr oder weniger. Das war Full Metal, nee, nicht Full Metal Ramos, sondern Riot Graves war das, was ich gekriegt habe. Riot Graves, auch wenn ich den Champ allein an sich so nicht habe. Jedenfalls im Nachhinein hat man dann noch mitbekommen, dass jeder eigentlich so einen Champ bekommen konnte. Die haben ja so einen Code gehabt, also es hieß ja, oder die haben ja noch Bescheid gesagt, ja, leider können wir nicht für jeden so einen Code bereitstellen oder so eine Karte bereitstellen. Haben sie sich was anderes überlegt. Und zwar konnte man dann, oder haben die so ein Bild gezeigt mit so einem Scan-Code in so eine Art. Das kann man dann ein Foto machen oder es gleich scannen mit einem Mobilgerät oder mit einem App und dann auf die entsprechende Seite gehen. Dann hat man dann das Dingensen bekommen. Also, oder konnte man sich irgendwie, nee, Quatsch, muss man doch seinen LOL-Namen angeben und dann wird das demnächst später manuell per Hand freigeschaltet, so in der Art. Jedenfalls, da habe ich die Skin-Karte noch, die habe ich noch nicht eingelöst, die behalte ich erstmal. Vielleicht brauche ich die nebenbei irgendwie nochmal sowas in der Art. Wer weiß. Oder ich verschenke die irgendwie nochmal so an jemanden, den ich an sich so kenne. Ich will es jetzt nicht über YouTube, sage ich jetzt mal, raushauen, so in der Art, weil dann würde ich es irgendjemandem in die Hand drücken und dann ist wieder ungerecht bezüglich den anderen. Also der, und das ist ja eigentlich nur so ein Gamescom-Skin, sage ich jetzt mal, gewesen, was nur von da gibt. Und außerdem, ich glaube, kann man das nur einlösen mit der Gamescom-Ticket-Nummer? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei diesem Code konnte man das nur einlösen. Mit der muss man noch einmal den Beschwörernamen angeben, dann die Gamescom-Ticketnummer, dass man auch tatsächlich da war und dann hat man dann das Teil da bekommen. Ja, okay. Oder bekommt die noch, also bis zum 22. konnte man dann die Codes eingeben. Okay, das Video kommt eh wahrscheinlich schon später wieder. Und dann, werden die irgendwann manuell per Hand freigeschaltet. Es waren halt so viele, sage ich jetzt mal, die alle dann Skin haben wollen. Ist klar, konnten sie nicht alle rausgeben. Das haben sowas einfach so überlegt. Fand ich jedenfalls sozialer in dem Fall, als nur da was reinzuschmeißen, da was reinzuschmeißen, das war's. Und die haben die Karte auch nicht geschmissen, sodass einer gleich eine ganze Handvoll gekriegt hat, sondern die haben die verteilt. Also sind dann wirklich 5 Leute mit der Karte reingegangen und haben die dann im Stand verteilt, sage ich jetzt mal. Das fand ich ein bisschen sozialer. Also das war okay dann einigermaßen. Aber trotzdem, wie gesagt, das Gerufe, obwohl League of Legends kann eigentlich sowieso jeder. Da war das Rufen eigentlich schon fast wieder unnötig, aber
Naja, hat halt in dem Fall dazugehört. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Gemecker im Nachhinein drüber, ne, dann nimmt es mir jetzt nicht übel. Ist halt so das Grobe, was mir aufgefallen ist. Allgemein nur dieses Werbungsmanipulationsdingens über kostenlose Sachen oder gewisse andere Reize, um es so auszudrücken, hätte, ja, weiß nicht, ich fand es so ein bisschen, naja, okay, klar, für die Firmen ist es normal oder okay oder gut, dass sie dadurch Werbung bekommen und so weiter und so fort, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ich fand es, weil ich ja in dem Moment auch drüber nachgedacht habe, nicht toll, dass sich so viele dadurch haben manipulieren lassen, Anführungszeichen, dass es ich um so viel kleinen Schrott gekloppt wurde. Keine Ahnung, wie die Meinungen dazu sind, das war jetzt mein Gedanke, der, also wie gesagt, stand da ein bisschen nachgedacht, eigentlich ist das ja, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, keine Ahnung, wie dazu steht, fandet ihr das Ganze richtig hammermäßig, cool, heftig, geil oder alles Mögliche? Weil ich bin da mehr oder weniger so und hab dann ein bisschen nachgedacht, eigentlich ist das Werbung, das ist Manipulation. Und hab mir gedacht, nee, lass dich doch nicht manipulieren durch das ganze Zeug. Und deshalb habe ich das auch so ein bisschen zurückgefahren. Und allgemein auch im Stand, da wo sie alle drum gekloppt haben, einfach entspannt hingelaufen, Hand hingehalten, jo, ich hätte gerne eine Karte, wäre cool. Der hat mir dann die Hand gedrückt, hat mir dich dann noch angeschaut, ich habe einfach kurz zugenickt, danke, und dann bin ich gleich wieder abgedüst. Und das hat in dem Fall auch gereicht. Man musste jetzt nicht hingehen, sich nochmal 3000 Mal anstellen. So wie Steffen, der ist dann nochmal hin, weil der spielt ein bisschen aktiver LOL und ist da mehr so voll oder weniger am Thema drin. Der hat, glaube ich, 3 Skin-Karten abgestaubt, der hatte eine noch doppelt gehabt. Ich so, oh, Steffen hier, nicht schlecht. Naja, gut, mir hat in dem Fall dann eine gereicht, mehr oder weniger. Oder, ja okay, vielleicht wäre eine zweite sinnvoller gewesen, weil es gab ja 2 verschiedene, aber muss in dem Fall nicht sein. Und ja, so, jetzt mir in die Fackeln rein. An sich war das so zum LOL-Stand, allgemein auch zum Prügeln. Ich war irgendwo stehen geblieben bei Resident Evil, genau. Und zwar an dem Stand haben die dann USB-Sticks teilweise rausgeschmissen. Okay, ist mal was Neues, aber an sich so auch nicht der wahnsinnige Brüller. Vielleicht, ja komm, wie viel ist denn so ein 1 GB USB-Stick? Den muss ich Fackeln setzen. Wie viel ist denn so ein 1 GB USB-Stick wert? Ansonsten, die kriegst du für 5 Euro oder 3 Euro oder teilweise noch billiger, 2,99 oder irgend sowas. Ich glaube, gibt es 1 GB USB-Stick überhaupt noch zu kaufen? Ich glaube, 2 oder 4 ist das Minimum, was ich so an sich im Laden mal gesehen habe. Ich habe mal nach externen Festplatten geschaut und auch nebenbei mal nach USB-Sticks. Da gibt es auch schon 64 GB USB-Sticks. So, nicht schlecht. Das wäre vielleicht eher mal eine Option. Aber so 1 GB USB, keine Ahnung, wie viel da drauf war. Ich schätze mal 1 GB. Vom groben Schätzen, ja. Es wird ja auch Massenware, Produktion dann hier da sein, dass man die rausschmeißen kann. Also für nicht sonderlich heftige Qualität da irgendwas mal rausführen. Hauptsache, ja, alle sind davon begeistert. Joa. An sich so, ne, war's das. Jedenfalls, da ist dann einer, oder die haben sie dann geschmissen, wirklich die USB-Sticks. Die haben sich verteilt, sondern die haben sie geschmissen. Standen so um drauf, erstmal runtergefeuert. Obwohl, da gab's teilweise gar nicht mal so schlechte Sachen. Die haben da dann von Kaspersky, glaube ich, Vollversionen runtergeschmissen, DVDs. Die an sich, keine Ahnung, wie viel kosten die, 20 Euro oder so. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, ich habe keinen Kaspersky. Entschuldigung, ich schlag mich da mehr oder weniger mit anderen Sachen durch. Im Kampf gegen die elenden Viren nennt man dann Antibiotikum. Ach nee, Quatsch. Nee, Quatsch, stimmt auch wieder nicht. Siehst du, jetzt habe ich einen eigenen Fehler begangen. Antibiotika. Lasst euch niemals von einem Arzt Antibiotika verschreiben, wenn ihr eine Grippe habt. Eine Grippe ist eine Vireninfektion. Viren. Und Antibiotika hilft gegen Bakterien. Das heißt, ein Arzt, der euch bei einer Grippe Antibiotika verschreibt, den könnt ihr gleich wechseln, weil das dann keinen Sinn macht. Das ist ja so, wie praktisch, wenn du Durst hast, dir steckt einer einen Schnitzel in den Hals. Das hilft genauso wenig. Also, ne, wisst ihr dann mehr oder weniger Bescheid. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich das nebenbei mal erwähne. Ist gerade in den Sinn gekommen. Egal. Jedenfalls, da gab es ein paar doch interessante Sachen. Die haben, glaube ich, mal eine Tastatur rausgehauen. Da gab es, ja doch, da gab es vielleicht eine Sache, wo man sagt, okay, da stellen wir es mal hin, wenn man es fängt, ist okay, wunderbar. Also nicht so billig Zeug sein, aus dem Sinne von Schlüsselanhänger, was wirklich reinwerfen muss. Oder Sticker, ich bitte euch, Sticker, irgendwelche random Sticker von der Firma. Wer braucht denn das bitte? Ich meine, das Zeug wird ja eh nur rumliegen. Das würdet ihr so an sich niemals brauchen. Weil Nahrung war irgendwo da. Würde ich an sich so nie. Die behalte ich auch mal dran. Ich gehe hoch und ernte Melonen. Ich habe gerade mal. Oder ich brauche hier mal ein bisschen wieder Nahrung. Dazu das weg, das weg, das weg. Das weg. Und Eisen so ein bisschen Zeug noch einlagern. Das Zeug wird man so nie brauchen eigentlich, was man da so fängt. Außer halt so ein paar nützliche Sachen. Das würde ich sagen, ja okay, das ging.
Aber da, wie gesagt, es war ja viel zu voll dann auch wieder, haben sich alle drumherum gestanden und dann... Ja, nee, das war dann mehr oder weniger. Wir standen halt gelegentlich mal da, sind so von Show zu Show, haben uns das Ganze angeschaut. Oder was heißt Show zu Show? Was wurde da gemacht? Kann man das noch Show nennen? Am Anfang ein kleines bisschen so die Leute angelockt im Sinne von den beiden Lockmechanismen, die ich erklärt habe. Wie gesagt, ist sexy verkauft und gratis Zeug und dann einfach nur dargestellt, Mikrofon und dann geschrien, ja, hier, heute wieder, was ich hier, haben wir ein paar von dem und dem, also USB-Sticks oder so. Wo seid ihr hier? Ich sag Resident, ihr sagt Evil, und dann geht's halt Resident Evil, Resident Evil. Halt so laut geschrien aus vollem Hals, wie es geht, Hände nach oben und so weiter und so fort. Also das, ich weiß nicht, mein Fall war es nicht wirklich. Ich überlege gerade, wo hier das Gravel-Zeug drin war, da. Gut, also, naja, das war mehr oder weniger so den Eindruck, den ich da noch da mitbekommen habe. Könnt ihr jetzt drüber denken, wie ihr wollt, jedenfalls, naja, gut. Vielleicht kann man es einigermaßen nachvollziehen, die Meinung. Wie gesagt, wäre der Gedanke wert, wenn man jetzt im Nachhinein drüber legt, würde man sagen, selbst wenn man selbst dann dabei war jetzt gerade, ist ja nicht schlimm. Kann ja sein, dass ihr auch dabei seid. Also, stimmt, mehr oder weniger, könnte das tatsächlich was sein, ja. Eigentlich war es ja schon Werbung, so eine Art, das wär okay. Aber dann ist das halt irgendwie so gleich so ins Auge gestochen. Ich fand das ein bisschen komisch, dass man sich dann so manipulieren hat lassen von, warum gehe ich hier hoch, von Werbung und allem möglichen, ja. Pennen? Ja, geht sogar, sonst wäre es wieder nachgewiesen. Ja gut. Ansonsten, ach so genau, nee, stopp, die Story muss ich erzählen, weil ich die ganze Zeit im heißen Ball rumrede, dann mache ich die Folge ein bisschen länger. Und zwar ist dann einer auf so einen USB-Stick gedappt, den sie in die Menge geschmissen haben. Und dann kam so ein anderer von der Seite an, ey, was fällt dir ein, dreht doch da drauf und, Junge, ich geb dir gleich und hat hier schon so gezuckt oder ein paar aufs Maul, also so gefragt, paar aufs Maul. Hab mir so gedacht, oha. Also der hat den USB-Stick eh nicht gekriegt, aber nur weil der andere da drauf gedappt ist, also ein Fuß gesichert, der ist am Boden gefallen, die haben richtig geschmissen mit dem Zeug. Ist auf den Boden gefallen, also der USB-Stick, nicht der Typ. Und dann, ja hier, ich geb dir gleich schon so gezuckt und dann ist so ein anderer eingeschritten, hat ihn erstmal beruhigt. Und, also er hätte schon theoretisch mal ein bisschen Schmisse geben können. Außer hat er noch so ein bisschen im Rahmen gehalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei anderen, also wie gesagt, ich war ja nicht überall. Ja, ich schleiche aus Gewohnheit über die Felder. Ja, dass es da woanders bestimmt schon mal ein paar Schläge gegeben hat. Ich habe gehört, Gronkh soll mit Dosen beworfen worden sein. Also weil irgendjemand sich, keine Ahnung, übermäßig cool gefunden hat und dann einfach mal schnell eine Dose oder so geschmissen haben. Solange es keine Glasflasche war, naja, okay, das Schmeißen allgemein war so oder so schon schlimm genug dann. Muss dir vorstellen, wenn dann, ich meine, der musste irgendwie dann teilweise auch mit Security rausgeholt werden, weil es zu voll war, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Reviews gucken, alles möglich. Ich weiß, ich bin auch sehr spät dran mit meinem Gamescom-Video. Ich muss gucken, weil ich das raushaue. Oder ob schon draußen ist, kann ja sein. Jedenfalls haben wir jetzt gerade, oder einen Tag, oder an, wie viel haben wir eigentlich heute? Das 21. haben wir. Der ist noch nicht draußen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie das weitergeht. Und Carbon, okay, könnte ich deren Gedanke wert mal abwehren, die eigentlich gerade mal per Hand ab. Moment. Und ja, gut. War schon so eine Sache, also, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da mal die ein oder andere Faust geflogen ist. Moment, ja, abwehren. Jetzt bin ich gerade ein bisschen mehr oder weniger mehr am Konzentrieren, weil ich jetzt die richtige Höhe halten muss. Abbauen. Jedenfalls soll sich hier die Kakaobohnenzahlen ein bisschen ordentlich vermehrt haben im Vergleich zu vorher. Und plopp, alles eingesammelt. Oh ja, gut, das ist dann vergleichsweise ziemlich ordentlich zu vorher. Mehr gibt es an dem Moment nicht sozusagen zum Schmisse, aber dieser entsprechende Typ, der das dann oder gesagt hat, mit dem so gezuckt hat und gleich drauf losgehen wollte. Wenn nur mal jemand sich einen USB-Stick gesichert hat, da seinen Fuß drauf. Also er ist ja mit Absicht drauf getreten, also nicht durch den Festen kaputt zu machen, sondern um sich zu sichern, weil der ja gerade auf den Boden gefallen ist. Und da hätte ich jetzt noch gleich mehr oder weniger noch was anderes zu sagen, was mir noch aufgefallen ist. Was ich nochmal ansprechen würde. Und das. Autsch, mache ich dann gleich, wenn ich den gepflanzt habe. Oh nein, komm mal jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.